Moin Leute, im heutigen Video gucken wir uns hier den neuen Trailer an für Season Moro 5. Der wurde gerade geleakt auf YouTube und über Twitter. Mit dabei natürlich wieder neue Waffen, neue Upgrade und auch eine neue Fraktion. Und ja, wir gucken gleich jeden Moment hier den neuen Trailer an. Und ja, nebenbei noch erwähnt, für jeden, der gerade noch hochleveln möchte, wir haben gerade Doppel-EP, Doppel-Waffen-EP und auch doppelte Battle Pass-EP. Gerne noch euch hochleveln für die nächste Saison. Die beginnt ja bald am nächsten Mittwoch gegen 8 Uhr. Wir starten dann direkt durch mit dem Trailer und gucken danach wegen den Waffen. Wir sind Soldaten. Jeder eine Ein-Mann-Armee. Schließt euch Armistice an. Seid stark füreinander. Er hatte recht, bis der Vertrag hinfällig war und das Chaos begann. Jetzt kämpfen am Boden Freunde, die wahre Profis brauchen, damit sie den Job erledigen. Die Shadow Company hat Geheimdaten und die besten Kämpfer, die man für Geld kriegen kann. Also frage ich dich, wer möchtest du sein und wer soll in deinem Team kämpfen? Schließ dich uns an. Jo, das war der Trailer für Call of Duty Modern Warfare Season Nr. 5. Mit dabei natürlich hier eine neue Fraktion. Und da haben wir auch schon ein Bild geleakt bekommen über die neuen Operator. Und die haben auch eine Waffe in der Hand, nämlich hier die AN-94 oder eine ähnliche Waffe. Ich vermute mal, die Waffe wird dann bald reinkommen, über einen anderen Decknamen vielleicht. Gleich wird nochmal die Waffe auf dem Bild hier. Ihr könnt ja schon die Waffe erkennen, eine Maschinenpistole, eine kleine, geschmeidige. Und ich vermute mal, es wäre die APC-9, die auch reinkommen könnte für Warzone und für den Multiplayer. Natürlich hier nicht mehr lange, am Mittwoch haben wir das Update. Mit dabei werden natürlich hier nochmal neuere Änderungen für den Multiplayer, neue Modi, neue Playlisten. Vielleicht noch ein paar Map-Änderungen bei Warzone, weil die Atombombe haben wir schon erkennen können hier auf dem Trailer. Aber ja, darauf bin ich mal gespannt. Gerne mal reinschreiben eure Meinung drüber in den Kommentaren. Und natürlich, wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weitere Neuigkeiten über Call of Duty. Und natürlich bin ich dann auch an dem Tag wieder live, wenn wir hier das neue Update bekommen werden. Weitere Informationen immer auf meinem Kanal. Und an der Stelle haut rein und bis zum nächsten Mal.